Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, wisst ihr, was mich in letzter Zeit ist gut, wahrscheinlich jetzt sind es schon 1,5 Jahre etwa, sehr beschäftigt. Das ist das Thema Nachhaltigkeit, wie wir leben, wie wir persönlich in unserem Alltag mit Ressourcen umgehen, was wir alles tun, dass man verbessern könnte, was wir tun, was vielleicht schon einen richtigen Weg beinhaltet. Das hat mich schon längere Zeit nicht mehr losgelassen. Das Ganze in Verbindung mit ja, tagesaktuellen Themen wie der Energiewende, RWE Rhein-Braun mit dem Tagebau, Hambacher Forst etc. pp. Da gibt es so viele Themen, an denen man sich aktuell reiben könnte, wo man einfach nur mit dem Kopf schüttelt, in welche Richtung sich da die Politik und auch die öffentliche Meinung entwickeln. Dass diejenigen, die jetzt versuchen, etwas zu bewirken, zum Positiven bewirken, dann irgendwie als Feindbilder dargestellt werden, nur weil paar Bekloppte dabei sind, die mit Fäkalien schmeißen. Ja, das ist alles unschön und da habe ich das Gefühl, driftet unsere Gesellschaft immer weiter auseinander. Aber ich möchte hier gar keine Grundsatzdiskussion anfangen. Es geht mir einfach nur darum, zu erläutern, dass ich so ein bisschen angefangen habe, über gewisse Verhaltensweisen, Kaufgewohnheiten bei mir selber nachzudenken. Ich habe aus diesem Grund Anfang des Jahres 2018 meinen Fleischkonsum drastisch reduziert. Ich habe eine ganze Weile komplett auf rotes Fleisch verzichtet, also auf Schweinefleisch und Rindfleisch. Ich muss gestehen, zuletzt habe ich ein, zweimal in Anführungsstrichen wieder gesündigt. Ich bin nicht auf dem Weg zu einem kompletten Veganer. Ich glaube, dazu fehlt mir die innere Stärke und die Konsequenz, aber ich versuche, so gut es geht, mein Leben abwechslungsreicher zu gestalten und nicht fokussiert auf reinen Fleischkonsum. Das heißt, für mich kommen dann auch hin und wieder mal Ersatzprodukte in Frage. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt gerade über die Wintermonate vermehrt auch zu Obst greifen werde. Wobei ich nie ein riesengroßer Obstfan war. So, als Vorrede soll das erstmal genug sein. Also es geht mir hier um die Nachhaltigkeit. Und darüber habe ich mich natürlich auch mit einigen Leuten unterhalten. Ich habe mich mit Leuten ausgetauscht. Es sind viele in der Messerszene unterwegs, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Dabei sind Leute, die mir sehr, sehr ans Herz gewachsen sind. Und ja, da ist dann ein Mensch ganz besonders aufgefallen, der in der Messerszene gar nicht so aktiv ist, aber insgeheim eine Sammlung zu Hause aufhäuft, die ihresgleichen sucht. Ich hatte die Freude und das Vergnügen, aus dieser Sammlung einige Dinge auf meinem Kanal zeigen zu können. Aktuell verkaufe ich für diesen lieben Freund auch ein paar Sachen auf meinem Kanal. Und ja, wir haben auch einen ganz, ganz wunderbaren Deal abschließen können, bei dem ich immer noch das Gefühl habe, dass der deutlich zu meinen Gunsten ausgegangen ist. Aber das jetzt nur ganz im Vertrauen. Ja, ich habe ihm dann ein kleines Päckchen zukommen lassen mit einer Aufmerksamkeit. Mehr so als Dankeschön, woraufhin er dann meinte, darauf müsse noch ein Revanche-Paket erfolgen. Ja, und er hat schon angedeutet, dass es was mit dem generellen Thema EDC zu tun hat. Und dann bist du bei mir natürlich an der richtigen Stelle, habe ich gedacht. Ja, es stellte sich heraus, dass es eine Geldbörse ist. Und ihr wisst ja, wenn ihr meine Videos verfolgt, mein Dauerbrenner seit etwas mehr als einem Jahr ist dieses Mini-Wallet von Jürgen Stratmann. Anfangs noch im Wechsel mit einer kleinen Lederbörse von Offermann. Mittlerweile hatte sich dann das Mini-Wallet vom Jürgen doch ziemlich durchgesetzt. Ja, die kompakte Größe war für mich dann entscheidend. Der etwas rustikale Look, das passte alles ganz wunderbar. Dieses Ding war meine absolute Nummer 1. Bis Freitag. Jetzt, wenn ich jetzt Kopf rechnen könnte. War das der 19.? Ja, Freitag, der 19. Oktober, bekam ich Post. Und diese Post kam von einer jungen Frau namens Alice. Alice, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus und du nennst dich nicht selbst Alice. Ich bleibe jetzt mal bei Alice in der Hoffnung, dass das stimmt. Und Alice betreibt einen kleinen Webshop namens Denke Fair. Alices Vegan oder Alices Vegan Wallets steht noch auf Englisch drunter.
Online-Shop für Geldbörsen und Gymbags, fair, bio und vegan. So, das sagt eigentlich schon alles über alles, sage ich alles, über Alices Ansatz aus. Ihre Produkte sind fair gehandelt, die Bio-Baumwolle ist zertifiziert und das Produkt als vegan ebenso mit Siegel. Finde ich toll. Von vegan kann natürlich bei Jürgens Mini-Wallet nicht die Rede sein, das Ding ist aus Leder. Aber auch bei vielen synthetischen Geldbörsen ist vielleicht in irgendeinem Prozess dann doch noch tierisches Produkt eingeflossen. Das kann man manchmal nicht verhindern, manchmal weiß man es einfach nicht. Ich bin noch nicht so sehr im Thema drin, dass ich sagen könnte, an welcher Stelle das der Fall ist. Jedenfalls finde ich es toll, dass es Leute gibt, die sich sagen, ich versuche hier etwas auf die Beine zu stellen zu einem fairen, extrem fairen Preis, das muss man dazu sagen. Ich werde die Links unten in die Beschreibung packen, dass ihr da mal reinschauen könnt. Ja, dass ihr einfach, dass es Leute gibt, die sich da Gedanken drum machen und etwas draus machen, ihrer Kreativität freien Lauf lassen und damit ihr Lebensgefühl gleichzeitig in ein Produkt umwandeln. So verstehe ich den Ansatz, den Alice da verfolgt. Und ich finde das einfach nur klasse. Es gibt mehrere Serien. Es gibt Geldbörsen für Männer, für Frauen. Es gibt dann, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch noch eine Unisex-Serie, die also beide tragen können. In meinem Fall steckte die Geldbörse dann noch in so einem schönen, ich nehme an, es ist Leinensäckchen. Richtig cool. Hier noch mit dem kleinen Fähnchen. Denke fair. Oben mit dem Kordelzug kann man sicherlich dann auch noch für andere Sachen wiederverwenden. Finde ich eine tolle Sache. Ja, und die eigentliche Geldbörse, das Teil, um das es geht, kam dann zusätzlich noch mit einer Notiz auf der Rückseite dieser Karte. Das heißt, das Ganze war dann auch noch komplett personalisiert mit den Worten von Alice, dass diese Geldbörse von diesem bestimmten Freund für mich bestellt wurde, in der Hoffnung, dass ich Freude dran habe. Und ich kann euch beiden versichern, das habe ich. Hier ist sie. Im Vergleich zu dem Mini-Wallet ist sie natürlich fast schon gewaltig groß. Allerdings richtig, richtig klasse. Ja, sie ist, wie ihr sehen könnt, oder auch nicht sehen könnt, vertraut auf mein Wort, aus Baumwolle, komplett schwarz gehalten, das Fähnchen, wunderbar genäht rundherum. B-Fold, also zweimal beziehungsweise einmal einfach nur übergeklappt. Münzfach. Dieses bietet unten auch noch Reserven, falls es mal etwas voller wird. Innen ausgefüttert mit Naturleinen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Zwei sehr tiefe Geldscheinfächer. Finde ich auch prima. Bei vielen Geldbörsen hast du dann zum Beispiel 50er im Portemonnaie, die gucken dann teilweise oben schon raus, weil die Geldbörsen so knapp geschnitten sind. Das wird hier auf jeden Fall nicht passieren. Großes Einsteckfach hinter den Karten und vier Kartenfächer für meine aktuell 8 Karten, die ich mit mir führe. Ja, diese 8 Karten führen dann aktuell noch dazu, dass die andere Seite hier so ein ganz klein bisschen Welle schlägt. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass es daran liegt, dass das Produkt noch so neu ist, dass sich das im Laufe der Zeit noch legen wird. Die Verarbeitung ist über jeden Zweifel erhaben. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Ich hoffe, das kommt auf dem Video rüber. Das ist also wirklich richtig gut, richtig gerade verarbeitet, fühlt sich hervorragend an, hat keinerlei, wirklich keinerlei störende Gerüche, die man bei Fabrikware halt so oft hat. Und sie kommt mit dem guten Gefühl, dass das ein handgefertigtes Produkt ist, wo wirklich alle Teile, alle Zutaten, nenne ich sie mal, aus den richtigen fairen Quellen kommen. Dementsprechend ist das was ja meiner aktuellen Denkweise so dermaßen perfekt entspricht. Ja, das hätte man sich nicht besser ausdenken können. Der liebe Freund, der die für mich bestellt hat, hatte, glaube ich, gar nicht so die tiefe Einsicht in meine Denkweise. Wir haben das zwar mal angesprochen, dieses Thema zwischendurch, aber ich glaube, so tief sind wir da gar nicht vorgedrungen. Umso schöner finde ich, dass du ausgerechnet dieses Stück als kleine Überraschung für mich ausgesucht hast. Dafür an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank, auch Annalies, für die Zustellung, für die nette kleine persönliche Note mit der Notiz.
sogar einen kleinen 10% Gutschein für den nächsten Einkauf hast du noch, einen Gutscheincode hast du noch dran getackert, finde ich ganz, ganz toll. Links kommen selbstverständlich in die Beschreibung. Ich bin, wie man so schön sagt, over the moon mit meiner neuen Geldbörse. Die ist also jetzt seit Samstag, heute den 5. Tag im Einsatz. Und ich denke mal, das wird sie auch vorerst bleiben. Also dies ist jetzt meine aktuelle EDC Nummer 1. Und wie sollte es auch anders sein? In Kürze wird dann auch noch ein EDC-Update-Video folgen, wo die dann auch direkt mit dem anderen Kram mal auf den Tisch kommt. Ja, über 10 Minuten, so lange sollte es eigentlich gar nicht werden. Kleiner Aufruf an euch alle da draußen. Denkt fair. Schaut mal, was ihr in eurem Leben ändern könnt. Ich habe eben mitbekommen, dass Brüssel die Einschränkungen und teilweise Verbote von bestimmten Plastikgegenständen beschlossen hat. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich Kunststoffbesteck, also Plastikbesteck und Strohhalm über kurz oder lang endlich mal in den Kragen gehen. Ja, ist nur ein winzig kleiner Schritt, aber es ist immerhin ein Schritt. Und wenn sowas schon beschlossen ist, dann finde ich, gehen wir vielleicht doch noch einer recht positiven Zukunft entgegen. Denn wo dieser Schritt erfolgt, werden andere folgen. Da bin ich überzeugt. Ja, euch allen ganz, ganz herzlichen Dank fürs Reinschauen. Klickt auf jeden Fall mal auf den Link zu der Seite von Alice, auch zu Denke Fair. Schaut mal, ob da für euch was dabei ist. Ich habe eben gesehen, es sind ein paar Produkte reduziert aktuell. Da bekommt ihr so eine Geldbörse schon für unter 30 Euro. Finde ich absolut top, den Preis. Also schaut euch mal an, was ihr für eine Geldbörse von irgendeinem Modelabel bezahlt und dann vergleicht das einfach mal mit dem, was ihr hier bekommt. Ja, hätte ich früher von den Denke Fair Artikeln von Alice gewusst, vielleicht hätte ich schon längst eine gehabt. So kam sie auf einem anderen Weg zu mir, der mich nicht weniger gefreut hat. Von daher werde ich diese Geldbörse mit Stolz und mit Überzeugung weitertragen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Bleibt gesund. Wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin. Bye, bye.